Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute das Schneiden von jüngeren Malini-Bäumen. Malini und Maloni gehören ja zu den Obstarten, zu den Pflanzen im Garten, die zum Glück fast keine Arbeit machen. Sie sind dafür auch gezüchtet worden. Die Malini kompakt, säulenförmig wachsen wie die Bäume hier und die Maloni buschig, kompakt wachsen. Sie sind genau darum selektioniert worden, damit sie zu Hause bei Ihnen beim Schneiden und bei anderen Arbeiten nicht so viel Arbeit brauchen und wenig Platz brauchen. Nun, was passiert, wenn man gar nichts macht? Schauen wir uns mal die Malini hier an, bei denen gar nichts gemacht worden ist für ein paar Jahre, weil wir sie hier in der Züchtung stehen haben, wo es uns nur um die Früchte geht. Was ist passiert? Es sind Konkurrenztriebe entstanden, die sehr nahe beim Stamm raufwachsen und eigentlich den Stamm konkurrenzieren und die Form dann nicht mehr so schön machen. Meistens dort, wo die Pflanze mal gestoppt hat, also die Pflanze ist irgendwann im zweiten Jahr bis hierher gewachsen, hier war die Triebspitze und dann im Frühjahr ist sie hier wieder gestartet und da ist ein Konkurrenztrieb entstanden. Und wenn man diese Konkurrenztriebe nicht auf 5 bis 10 cm wegschneidet, jedes Jahr, wenn sie entstehen, stur alles, was länger als 5 bis 10 cm ist, wird zurückgeschnitten auf 5 bis 10 cm, dann entstehen solche Konkurrenten, wie wir sie hier sehen, oder solche Konkurrenten wie hier, solche Konkurrenten wie hier, oder gar sowas. Hier ist der Konkurrent eigentlich schon stärker als der eigentliche Baum. Nun, können wir jetzt noch eingreifen, wenn wir das 1, 2, 3 Jahre verpasst haben? Natürlich, das ist bei Malini absolut kein Problem. Schneiden Sie einfach alles weg, was zu stark geworden ist. Normalerweise, wenn wir so einen Trieb haben, lassen wir immer etwas stehen. Da werden dann wieder neue Triebe entstehen und spätestens im übernächsten Jahr wird es hier auch Früchte geben. Wenn aber ein Ast dann schon so stark ist wie dieser hier, dann schneiden wir ihn in der Regel ganz weg. Das heißt, das sieht dann so aus, hier schneiden wir das ganz weg. Ja, so. Wir lassen aber ein bisschen Zapfen stehen, sodass es hier schlafende Augen gibt und dass hier vielleicht der eine oder andere Trieb entsteht, der nachher den Baum wieder begleitet. Hier auf 10 cm zurückschneiden, auf 10 cm zurückschneiden. Wir haben hier überall schon Blütenknospen, sodass diese Triebe dann ruhig bleiben werden. Und plötzlich haben wir, hier haben wir auch noch einen Trieb, den wir zurücknehmen können, hier einen Trieb und plötzlich hier, der ist zu weit unten, den nehmen wir ganz weg. Ja. Und plötzlich haben wir nach 3, 4 Schnitten wieder eine wunderbare Malini-Säulenform. Also fast nichts zu machen mit dem Malini, aber das, was man machen muss, muss man machen, nämlich alle Triebe, die länger als 10, 5, 15 cm sind, auf diese Länge zurückschneiden, jedes Jahr. Konsequent. Probieren Sie es aus bei sich zu Hause und Sie werden wieder wunderschöne Säulenbäume haben, vor allem wenn Sie Malini zu Hause haben. Diskutieren Sie mit unten in den Kommentaren. Glauben Sie nicht ganz alles, was ich Ihnen erzähle, sondern teilen Sie Ihre Meinung mit und gärtnern Sie weiter.